Ja, hallo, mein Name ist Andreas Gröhlich, ich bin der Kapitän der Mein Schiff 2. Captain, schön, dass Sie Zeit haben für uns. Kurze Frage. Aktuelle Situation ist ja ein bisschen speziell. Inwiefern haben Sie schon mal was Vergleichbares erlebt, so in der Vergangenheit des Seemannslebens? Na gut, ich fahre jetzt 44 Jahre zur See, habe schon viele Schiffe gehabt, auch viele Passagierschiffe. Eigentlich das dritte Mal jetzt. Einmal die alte Berlin, dann der Verkauf vom Traumschiff, 100 Tage am Anker. Allerdings jetzt die Situation doch etwas anders, doch sehr außergewöhnlich. Was war in den letzten Tagen insbesondere so der bewegendste Moment für den Kapitän? Der bewegendste Moment, muss ich eigentlich sagen, war der Abschied der Passagiere und auch der Besatzung. Ich denke, der emotionalste Moment. Das war schon ein bisschen Pipi in die Eyes, muss man sagen. Ja, bestimmt. Wie ist das eigentlich, so ein Schiff? Wie lange kann so ein Schiff normalerweise auf See bleiben? Also jetzt, also ich kann es natürlich nur sagen für meinen Bereich, für den Hotelbereich, also genug Proviant haben wir. Wie sieht es denn aus mit den technischen Betriebsstoffen und diesen Dingen? Ja, also wir haben voll gebunkert, wir haben Schmierstoffe, wir haben Treibstoff, wir haben Chlorin an Bord, Frischwasserproduktion, da bin ich schon dabei. Frischwasser sind wir autark, wir können uns selber versorgen, aber wir können doch die nächsten Wochen in Verbindung mit dem guten Treibstoff, mit dem guten Proviant, kommen wir doch die nächsten Wochen ganz gut hin. Wie sieht denn der Alltag eines Kapitäns aus? Also, was macht Ja, der Kapitän so ganz? na gut, ich sag mal so, vom Nautischen hat sich nicht viel geändert. Der normale Wachbetrieb läuft, der Dienstbetrieb läuft, die Pläne, unsere Meetings, das ist alles. Das ist ganz normal. Was schmerzlich fehlt, sind die Passagiere. Aber der normale Dienstbetrieb hier auf See, rund um die Uhr, Wache, jetzt auf dem Atlantik, das läuft eigentlich so zur Reederei, die Verbindung, das läuft ganz normal. Vielen Dank, Herr Kapitän, und noch eine ruhige Wache.